Aber bestimmt müssen wir uns hier unten noch irgendwo umsehen. Das ignorieren wir. Boah. Ich habe so mein Gesicht verkrampft, meine Augen tun weh. Ich meine, da drüben in dem Raum ist ja auch irgendwas, aber die Tür ist. Ihr müsst ganz, ganz leise sein, Leute. Denn ist auch der Titel vom Game. Wir haben neulich schon Don't Scream gespielt. Das Game, in dem man nicht schreien darf. Ansonsten stirbt man und man muss von vorne anfangen. Und der Entwickler von 616 Games, bekannt aus Spielen wie Poop Killer 1, Poop Killer 2, Poop Killer 3 und den anderen Poop Killer Teilen, der hat sich gedacht, ich mache einfach eine eigene Version von Don't Scream mit dem Titel. In diesem Spiel dürfen wir auch nicht schreien. Wenn wir schreien, startet das Game von vorne. Hier gibt es allerdings irgendwie verschiedene Szenarien. Wir haben Morgans Haus und einen Witch Forest. Wir wählen mal Morgans Haus aus. Das am meisten von Spuk heimgesuchte Haus im Süden der USA. Okay, alles klar. Okay, Morgans Haus. Du kannst oder du darfst nicht schreien oder laute Geräusche machen. Hier kann ich mein Mikrofon jetzt einstellen. Gott sei Dank. Okay. Also nicht schreien oder laute Geräusche machen, ansonsten stirbt man sofort. Okay. Wir müssen 20 Minuten überleben und Zeit vergeht nur, während wir uns bewegen. Also genau wie in Don't Scream. Also stellen wir mal das Mikrofon ein. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, ja? Also wenn ich nur ein Wort sage, ist es rot. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Ich regel das hier mal noch weiter runter, 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 weiter runter. Oh mein Gott, oh mein Alter. Ey, ich kann den Ausschlag nur so hoch machen. Ein bisschen höher, so, so. Hallo, Freunde. Warte, ich stell's mal hier an meinem Mixpult ein. Ich glaube, das ist besser. Ah, guck mal. Wenn ich es am Mixpult einstelle, dann ist jetzt zwar meine Stimme für euch vielleicht auch ein bisschen leiser, aber so scheint's zu funktionieren. Okay. Ah! Es funktioniert. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Zwinker. Ah, warum kriege ich überhaupt Geld für das, was ich hier tue? Okay, Freunde, wir sind drin. Unten rechts, seht ihr den Mikrofonausschlag? Wir haben 3.29 Uhr und wir haben schon 4 Sekunden überlebt. Ich habe keine Taschenlampe scheinbar. Aber hier ist eine Tür. Wie kann ich... Hallo? Ich kann nicht durch die Tür. Hä? Ich höre auf jeden Fall irgendwelche Geräusche. Wie kann ich Türen öffnen? Mir hat niemand gesagt, wie ich Türen öffnen kann. Oder muss ich irgendwas ganz... Muss ich aus dem Fenster? Hallo? Nee, ich muss auch nicht aus dem Fenster. Hä, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ihr könnt mir doch nicht direkt ein schweres Rätsel geben. Oh. Der Schrank ist aufgegangen. Hallo? Jetzt geht die Tür auf. Okay, hi. Oh, in dem Haus waren wir schon mal in einem Horrorgame. Irgendein Horrorgame, was wir, glaube ich, auf meinem XXL-Kanal gespielt haben. Für mehr solche Horrorgames, Freunde, abonniert den Tjulfa XXL-Kanal. Da kommen auch jeden Tag... Da kommen auch jeden Tag neue Horrorvideos. Tjulfa XXL auf jeden Fall. Abonnieren auf YouTube, Freunde. Vielleicht knacken wir da dieses Jahr auch die 100.000 Abos. Okay. Ja. Was war das? Keine Ahnung. Aber wir haben fast eine Minute überlebt von 20 Minuten. Das ist doch gut, oder? Ich sag... What? Game ist abgestürzt. Es war so gruselig, dass es einfach abgestürzt ist. Ach Mann. Was haben wir hier? Lost in Rome. Okay. Selbst schuld, wenn man sich verläuft. Können wir bitte den Schrank öffnen? Bitte?
und die Tür geht jetzt auch auf. Perfekt. Okay. Dem. Hallo. Was geht ab? Erzählt uns leider nichts Spannendes. Alter. Die Tür hier geht nicht auf, ne? Nee. Okay, wir gehen. Wir gehen runter. Hier, wo eben. Wo die Frau stand und wo das Spiel auf einmal abgestürzt ist. Wir dürfen nicht schreien. Reißt euch zusammen. Niemand schreit, ohne dass ich es erlaube. Okay, hallo? Okay, Kronleuchter, der sich bewegt. Cool. Alter, diese Türen sind alle... Warte. Oh, ich dachte, da liegt was. Hallo? Hallo? Nee. Wo? Hä? Wait. Ich bin woanders. Hä, ich wurde teleportiert. Warum? Wo wurden wir hin teleportiert? Ist das ein anderes Haus? Hier ist eine Treppe. Ich gehe runter. Okay. Hier Pflanzen und Kerzen. Toll. Oh. Oh. Es war nur eine Kiste. Okay. Hallo? Was war das? Wir sind auf der anderen Seite von der Tür, wo wir eben waren. Da drüben ist die andere Treppe. Ja, das ist das Haus aus dem einen Game. Ich weiß nicht mehr genau welches Game. Ich glaube 9th Child's Street oder so. Das haben wir, wie gesagt, auf Tulfa XXL gespielt. Bin mir ziemlich sicher, das ist das gleiche Haus. War da was? Nee. Okay, aber wo muss ich hin? Was muss ich machen? Hat sich hier irgendwas geöffnet? Nee. Hier ist eine große Tür. Große Doppeltür. Hey, dass man keine Türen... Ist eine Tür jetzt aufgegangen? Nö. Ja, dass man keine Türen öffnen kann, ist ja mal mega nervig. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Okay. Aber bestimmt müssen wir uns hier unten noch irgendwo umsehen. Mann! Ich dachte, der Scare ist schon vorbei. Ich dachte, der Scare ist vorbei. Come on, Bro. Gut, 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 Freunde. Das war jetzt Morgens Haus. Wir haben jetzt irgendwie nur, glaube ich, 5 Minuten überlebt, wenn überhaupt. Wir testen jetzt aber mal Witch Forest. Weil im normalen Don't Scream haben wir ja nicht die Auswahl zwischen Szenarien. Wir haben zwar diesen Marker, wo wir dann in verschiedene Richtungen gehen können, um verschiedene Sachen zu erleben. Aber nicht direkt, dass man verschiedene... Szenarien auswählen kann. Also schauen wir mal, was es im Hexenwald so auf sich hat, Freunde. Im Witch Forest. Okay, Mikrofon scheint korrekt eingestellt zu sein. Perfekt. Gehen wir mal... Oh, wir sind im Wald. Ui, Memo, guck mal. Okay. Wir sind offensichtlich auf einem Pfad. Es ist noch halbwegs hell draußen. Also folgen wir einfach mal dem Pfad im... Wir folgen dem Pfad im Hexenwald, während komische Geräusche um uns rum sind und es klingt, als würden wir verfolgt. Perfekte Voraussetzung, um nicht zu schreien. Okay. Aber sieht wie ein freundlicher Wald aus. Sieht nicht aus wie ein Wald, in dem man potenziell ermordet wird, finde ich.
Also da ist der Wald in Don't Scream weitaus gruseliger. Ist ja schon fast entspannend hier. Warte mal, kann ich da runter? Oh, kann ich. Ich bleibe lieber auf dem Weg. Wir folgen dem Weg, Freunde. Das Ziel ist ja nur, für die, die es noch nicht verstanden haben, das Ziel in diesen Spielen ist wirklich nur... Oh, wir können doch über die andere Brücke gehen. Das Ziel in diesen Spielen ist es nur, eine gewisse Zeit zu überleben. Wir müssen nichts erreichen, wir müssen nichts finden. Ich könnte auch 20 Minuten überleben, indem ich als von links nach rechts laufe. Es wird zwar irgendwann was passieren, aber solange ich nicht schreie, überleben wir das Game. Also ich könnte mein Mikrofon abstöpseln und easy gewinnen. Aber es ist ja nicht Ziel der Sache. Deswegen schauen wir mal, was das da ist. Hä? Gerade war es noch... Was soll das? Es war... Yo, come on. Es war gerade noch ein cooler Wald. Ich habe extra noch gesagt, wow, guck, wie schön der Wald ist. Voll entspannen. Und jetzt machen die sowas. Jetzt ist es voll der creepy Crawly-Wald. Jetzt ist Kacke. Oh, hier hängen irgend so eine Hexensymbole. Nee, Bruder. Come on. Ich schwitze schon wieder. Oh, ich glaube, ich habe mich eingekackt. Mist. Licht? Danke. Roter Ballon. Das ignorieren wir. Das ignorieren wir. Boah. Ich habe so mein Gesicht verkrampft. Meine Augen tun weh. Alter, ich habe so mein Gesicht verkrampft. Hier, wo man Augenringe hat. Hier tut's jetzt weh. Oh nein. Ich habe mich kaputt gemacht. Okay, reißt euch zusammen. Alter, der war, war übler Jumpscare. Das war Glück, dass ich nicht geschrien habe. Ich habe ein bisschen mit gerechnet, dass was kommt. Okay, Alter. Wir folgen einfach weiter dem Pfad. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Alter, das sah gerade aus wie ein riesiges Gesicht da, der Baum. Es gibt... Junge, was sind denn das für Holzfäller? Die müssen doch schreien, Baumfeld, sonst zählt's nicht. Okay, wir folgen einfach wirklich. Wir folgen for real jetzt dem Pfad. Da ist ein Baum, der fällt. Was soll ich jetzt zurückgehen, oder was? Nö, ich gehe außen rum. Geht nicht. Ich muss zurück. Ich bleib trotzdem auf dem Pfad. 20 Minuten sollen wir durchhalten. Ich bleib 20 Minuten auf dem Pfad. Ich mach gar nichts. Ich gehe nirgendwo anders hin. Ich rufe niemanden an. Ich will keinen 50-50-Joker. Kein Telefon-Joker. Wir schaffen das so, okay? Oh, Feuer. Irgendwer macht Feuer im Wald. Sind die dumm? Dieses Geflacker zwischendurch von der Taschenlampe ist richtig übel. Was ist das? Dem muss furchtbar kalt gewesen sein. Ich glaube, die haben ein bisschen gefroren. Aber ich weiß es nicht. Alter, ich kann schon gar nicht mehr laut reden. Ich habe Angst, wenn ich laut rede, dass ich schreie auch. Ein Haus. Hä, denkt ihr, ich bin dumm, hä? Ich geh doch nicht in das Haus rein im komischen Hexenwald, seid ihr irre? Ich laufe draußen vor dem Haus auf und ab, bis ich 20 Minuten voll habe. Das machen wir jetzt. Wieso Dullis?
Ich glaube aber, das stand eben auch im Tutorial, immer wenn eine gewisse Zeit erreicht ist, werden wir auch teilweise einfach so teleportiert. Ich weiß nicht, ob es euch gerade aufgefallen ist, aber unser Timer ist gerade auch irgendwie von 2 Minuten 50 auf 4 Minuten irgendwas gesprungen. Also ich glaube, uns bleibt eh nichts anderes übrig, als reinzugehen. Hallo? Sind die Hexen da? Ich hab ne... Okay, ich geh wieder. Bin eingesperrt. Ich sehe nichts. Immer noch hier. Jo, kann ich bitte wieder raus? Können wir bitte irgendeine dieser Türen öffnen und gehen? Ich meine, da drüben in dem Raum ist ja auch irgendwas, aber die Tür ist... Ich hab einen Krampf im Hals. Alter. Das ist zu viel für mich. Ich kann das alles nicht. Ich verkrafte das alles nicht mehr, okay? Ich bin zu alt dafür, Freunde. Ich werde bald 30 in einem Jahr. Wow. Okay. Wir folgen den lustigen Pennywise-Ballons. Was soll schlimmstenfalls passieren? Ja? Ey, ich hätte bei den ganzen Jumpscares schon längst so geschrien, wenn ich mich nicht bewusst zusammenreißen würde, nicht zu schreien. Das kostet mich richtig körperliche Anstrengung, nicht zu schreien, wenn da irgendwas passiert. Wo muss ich lang? Hier? Nee. Soll ich hier hoch? Auf den Weg? Nee. Also hier ist so ein Ballon. Da ist schon wieder so eine Hütte. Aber eine andere, oder? Oder ist es die Hütte? Aha. Das ist ein Geist. Das ist ein Geist oder so. Das ist doch das Haus, oder nicht? Hey, Bro, for real, das ist genau das Haus. Wieso bin ich schon wieder hier? Hey, haben die keine anderen Häuser? Oder was? Oh, hi. Hallo? Hallo? Sind wir... Mann! Ey, es sah voll creepy aus, wie es durch den scheiß Wald gelaufen ist. Voll das eklige Mistvieh. Wie es da so
durch den Wald durch ist. Ey, come on, das Game ist gut. Ich find's ist krasser als Don't Scream. Weil die Jumpscares sind irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Ey, Freunde, wenn ihr mehr von dem Spiel hier sehen wollt, von Psst, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns gerne im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.